Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zum vermutlich letzten Part von Maneater. Ich weiß, das habe ich schon im letzten Part gesagt, aber wir haben im letzten Part Scaly Pete erledigt. Dank leistungsfähiger Software zur Risikobewertung wissen wir nun, dass dies ein ausgesprochen dämlicher Ort für den Bau von Ferienhäusern war. Unter Umständen hat auch eher uns erledigt. Das ist ab, steht zur Debatte allerdings. Wir sind ja schließlich hier und er nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen was mit Bedrohung zu tun. Jedes Jahr tropfen ca. 3,33 Millionen Liter Öl von nordamerikanischen Ölbohranlagen ins Meer und verseuchen die marine Umwelt, deren Bewohner nichts von profitablen Energiekonzernen verstehen. So. Wir müssen ja noch mal Niederdrachtsrang erreichen. Dank seiner Schnelligkeit kann der Bullenhai ernsthaften Verletzungen entkommen. Prosperity Sands erinnert uns daran, dass der Bau von Zweit- und Drittwohnungen manchmal Gedanken wie den Verlust der Artenvielfalt verdrängt. Es ist zwingend notwendig, dass wir die maximalen Ressourcen verbrauchen, bevor die Apokalypse der Erde unaufhaltsam ist. Ein Tag am Strand ist ein Sommerritual, welches ohne viel Sonnenschein, Sandboden und Badedermatitis nicht vollständig wäre. Blöden Tauchern hier wird das echt schwierig immer. Und wieder Taucher, super. Yeah, fun. Elite, ha? Huh? Schau mal, wie Elite du wirklich bist, ne? Auf Chef! Oh, wir haben es fast. Nicht mehr viel. Taucher unterwegs. Noch zwei Taucher. Bam! Und noch ein Taucher. Super. Wie war ja mit euren Tauchern? Müssen wir mal wieder heilen ein bisschen? Schauen wir, dass wir da weiter runterkommen. Und der nächste Taucher. Ach, die kommen auch von da unten. Bam! Die Schwanzflosse kann eine gefährliche Waffe sein. Okay. Wieder ein bisschen geheilt. Und schon wieder sind die Taucher unterwegs. Bam! Wow.
da weg ist euer Kommando-Boot. Okay, das hätten wir noch. Die Boote hier zerstören, glaube ich noch. Dabei gleich mal ein wenig heilen, wenn wir dabei sind. Bam! Oder die Jäger runterfressen, das können wir auch machen. Mann, wie viele sind da eigentlich auf dem Boot drauf? Alles klar, das hätten wir geschafft. Nur noch schnell heim, bevor der andere Kollege hier aufkreuzt, ne? Was nicht passiert, weil... Because reasons, ne? Nix mehr da. Toll. Da ist noch ein Taucher. Bam! Steht da irgendwo, was das Ding noch kann? Zappelschaden. Boost bis Schadensbonus. Aha. Rammschaden, Widerstand gegen Rückstoß nach Boot, Rammkraft, Schadenswiderstand. Beim Ausweichen mehr Schaden. Ich frage mich, woher diese Feuerwelle oder was das ist, kommt jedes Mal, wenn wir rausspringen. Kann für das Ökosystem sein. Das habe ich nichts gefunden. Lebensräume der lokalen Fauna wie Robben, Meeresschildkröten, Vögeln und Fischen verändert werden. Ah, also nur wenn wir so leuchten, also kurz machen. Beim Rausspurten. Das so machen nicht, ne? Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen, aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Gut, suchen wir uns die nächsten Schiffe, damit die endlich auftauchen. Keine Schiffe weit und breit, nichts, keine Yachten, gar nichts hier. Ah. Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Jeder Hai von nennenswerter Größe sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Bam. Die Gewässer der Ozeane sind ständig in Bewegung durch die Gezeiten, Strömungen und Superjachten aus Saudi-Arabien. Oh ja, da ist der Letzte. Da das der Frevler der Flotten, Captain Robert Bruntlett. Immensen Landverlust bedeuten. Oh, na das sollte ja dann relativ einfach sein, glaube ich.
wenn ich das jemals zu fassen bekommen sollte, was momentan nicht der Fall ist. Nimm das, Mann! Bam! Nicht unbedingt auf den Taucher. Bam! So auf das Boot, Mann. Sollen wir mal die anderen zwei Boote versenken, das macht es dann deutlich einfacher. Wow, das ging aber einfach. Mann, die schießen auch einfach ins Blaue rein, scheinbar. Ich krieg die einfach nicht zu fassen, ich kann mich nicht vernünftig bewegen. Bam! Das war das Schiff, das ist auf das... Ah, auf den Ding da unten drauf, Mann. Diese blöden Taucher die ganze Zeit. Das sind die schlimmsten Gegner von allen. Natürlich könnten wir katastrophale Risiken für nachfolgende Generationen vermeiden. Aber dann müssten wir auf die achtzylindrigen Geländewagen mit 5,7 Litern verzichten. Komm, tauchst du mal auf, kommen neue Jäger. Das wird dem Ruf des Bullenhais überhaupt nicht gut tun. Aber gut, das sind die letzten. Nimm das! Bam! Bam! Mehr Rüstung! Yeah! Der große Fisch zeigt sich unbeeindruckt und stellt sich kühn dem Kampf gegen Port Clovis. Da ist er ja! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Da holen wir uns doch gleich mal einen Orca. Bam! Boom! Kriegst du einen Orca ins Gesicht. Boom! Toll, kommt eine E-Mail rein. Fragen wir, ob man das sieht. Warum muss das im Overlay sein, Mann? Komm her, Orca, komm her, komm her. Das war's. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Cool aus. Benjamin Franklin war erstaunt, wie schnell er im Anschluss an seine unzähligen Vergnügungsreisen nach Paris... So, da sind wir wieder. Mann! Also das Spiel crasht schon sehr oft, muss man sagen. Das... Was haben wir bekommen? Die brutalen Muskeln. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit und den Schaden deines Schwanzflossenschlags. 10% maximale Geschwindigkeit, Schaden des Schwanzflossenschlags, Beschleunigungsbonus, bla bla bla. Also ein sehr gutes... Equipment, was man leider sehr spät bekommt erst. Aber 30% mehr auf all das, das würde ich mal sagen, nehmen wir.
Da können wir upgraden. Da können wir upgraden. Was halt geht, ne? Bitte ohne zu crashen, wenn es geht. Dann nehmen wir aber noch den Schattenhai dazu, weil dann sind wir noch schneller. Schattenzähne. Schattenkopf. Schattenkörper. Schattenflossen. Und Schattenschwanzflosse. Und da ist er wieder. Wow, da sind wir echt schnell unterwegs jetzt. Wow, Alter. Wow, und mehr Damage für den Schwanzflossenschlag. So, was müssen wir jetzt noch upgraden? Wir haben jetzt alles. Wir brauchen noch ein bisschen Fett. Okay, wir brauchen noch ein ganz kleines bisschen Mineralien und noch etwas Fett. Gut, etwas Fett, das heißt Pottwal jagen. Aber da ist ja schon ein Pottwal. Ohne crashen bitte, ohne crashen. Okay, da gibt's mal wieder Fett für uns. Aber das reicht noch nicht. Orca! Gut, den brauchen wir aber eigentlich nicht. Autsch. Das hat gesessen. Bam, gleich nochmal. Und das war's. Oh, das bringt uns auch einiges an Fett. Fett haben wir fast genug. Boah, wir sind so schnell unterwegs. Das ist echt krass. Kann man dieses Upgrade nicht gleich zu Beginn haben? Haben wir jetzt gefressen? Nein, gell? Da ist sie. Alter, wir sind so schnell. Ich glaub's überhaupt nicht. Gut, das sind drei, haben wir 30% mehr und durch das Schattenset noch mehr, also das ist schon echt krass, was wir hier für ein Tempo an den Tag legen. Fett! Aber wir brauchen noch mehr Fett. Noch mehr Fett! Mehr! Vielleicht sollten wir zum Mecke schauen. Autsch! Er kann ordentlich zuschlagen mit seinem Schwanz. Nee, 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 nee. Ho, 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 ho. Gut, dann wird das hier definitiv der letzte Part sein, auch wenn er fast zu Ende ist. Das machen wir jetzt noch auf jeden Fall fertig. Fett haben wir dann. Fett haben wir genug jetzt. Und ein paar Mineralien brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen irgendwo hingehen, wo es Schildkröten gibt. Leider sind die meisten Schildkröten, was ich so weiß, hier drüben. Ah, Sapphire Bay ist nicht mehr verseucht. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann schauen wir da hin. Da müssen wir lang. Da rasen wir dahin. Weißer Hai! Aha!
Boah, da war doch noch einen weiten Weg vor uns. Schildkröte! Begann WZUZ mit der Live-Übertragung der Country-Varieté-Show Hillbilly Hayloft Hoedown von Pier 1. So, da müssen wir jetzt dann schon... Ah, wir sind schon in der Sapphire Bay. Gut. Und wir haben genügend Mineralien. Das heißt, wir sind jetzt wirklich... fertig. Warte, wie hoch können wir dann eigentlich springen? Wow! Oh, oh. Nicht schlecht. Also Geschwindigkeit macht hier auf jeden Fall viel aus. Wow. Krass. Okay, dann ab in die Grotte und hoffen, dass es nicht wieder crasht. Alles klar. Ein Ruheort ist ideal für den Hai, um zu meditieren und seine wahre Potenzialität zu erreichen. Alles klar. Alles Level 5. Wir haben alles, alles ist Maximum abgegradet. Wir sind der Herrscher der Welt. Wie oft kann man sich eigentlich drehen im Sprung? Wow, dreimal kriegt man ihn. Gut, Freunde, das war's für das Let's Play von Maneater. Ein Spiel mit einem Bullenhai als Protagonisten. Recht ungewöhnlich, hat aber meines Erachtens nach wirklich gut funktioniert. Auch wenn, ja, die Quests sind natürlich recht seicht. Friss Barsche, friss Welse, friss Schildkröten, friss Robben, friss Menschen. Ja. Aber so ist das halt, man kann als Hai jetzt auch nicht endlos viel machen. Ist leider so, aber wir haben überall 100%, wir haben alles abgeschlossen. Es ist endlich mal wieder auch ein Spiel, das du auch relativ leicht zu 100% durchspielen kannst. Da ist nicht so viel dabei. Es ist nicht irgendwie ein Dark Souls. Dann schauen wir uns nochmal an, wie wir eigentlich aussehen. Allein daran müssen wir doch schon erkennen können, ob wir das mit Scaly Pete überlebt haben oder nicht. So sehen wir eigentlich aus. Ein ganz normaler Hai. Autsch, oh Mann. Aber ich denke schon, wir würden ganz anders ausschauen nach so einer Explosion. Aber wir sind wohl wirklich auf einem Auge blind, dank dem Feuer. Ziemlich zugerichtet. Boah, und wir haben ein paar Scherben oder Metallsplitter in der Seite stecken. Vier Stück sehe ich schon mal. Ein ganz normaler Hai, wie alle anderen auch. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's für Maneater. Und wir werden uns im nächsten Projekt hoffentlich wiedersehen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.